Sonst darfst du klatschen. Grüß euch, der Horn. Wir freuen uns, dass das der Hornsatz. Jetzt wollte ich schon sagen, nicht das. Aber ja, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen, dass wir mehr spielen und nicht Blödsinn machen, weil es ist unser erster Livestream überhaupt. Und ja, das erste Stück war zur Begrüßung ein Tango. Ich hoffe, ihr habt den alle gekannt. Das war nämlich kein argentinischer Tango, sondern ein finnischer. Und der heißt Satuma, Märchenhaft oder Märchenland genannt. Der bekannteste finnische Tango. Und damit ihr jetzt auf dem Sofa sitzen bleibt, spielen wir noch vier bekannte Stücke. Weil die Leute wollen immer was Bekanntes oft. Und eins ist ein bisschen weniger bekannt, aber die anderen könnt ihr es erraten. Und da gibt es so einen Chat, glaube ich, da müsst ihr es dann reinschreiben, wie die Stücke heißen. Das ist quasi ein Potpourri. Thank you.
So, wir wissen jetzt nicht, ob ihr klatscht habt oder nicht, aber das ist jetzt halt wurscht. Wir wissen überhaupt nichts. Wir wissen nicht einmal, wie viel zuschauen. Normalerweise wissen wir das immer im Theater, im Fraunhofer sind es 480 Plätze. Und wir sind meistens ausverkauft gewesen in den letzten 31 Jahren bei den Volksmusiktagen. Also ich war jedes Jahr dabei, 31 Jahre Fraunhofer Volksmusiktage, und ich freue mich, dass diese Möglichkeit mit dem Livestream geschaffen wurde, auch dieses Jahr dabei zu sein. Und jetzt habt ihr ja hoffentlich richtig geraten, diese vier Stücke, aber wahrscheinlich nicht alle. Es war zum Beispiel nicht der alte Peter am Anfang, nicht so lang der alte Peter, sondern so lang der alte Steffel. Früher, das Stück war nämlich aus Wien und nicht aus München. Und die Tango habt ihr hoffentlich gekannt, der La Comparsita. Der Max Klaner, den habt ihr vielleicht kennt, mehr die Insider. Und das letzte haben vielleicht alle kennt. Ja, bei mir bist du schön. Ich hab's kennt. Und das nächste kennt keiner wahrscheinlich. Das ist aus Pernambuco. Ein Frevo. Und der Frevo ist nicht ganz so wie ein Samba, aber aus Brasilien, aus Pernambuco, da spielen sie nämlich angeblich keinen Samba, sondern Frevo. Thank you.
Ja, jetzt sind so viele Zuschauer, wir kriegen es gerade angezeigt. Grüß euch alle nochmal, die später dazugekommen sind. Und so vielleicht werden es dann noch mehr, das kann ja sein. Wir hoffen nur, dass es nicht weniger werden. Also, ich habe es ja gestern auch angeschaut, die Vorgruppe vor uns. Naja, die haben weniger gehabt. Aber jetzt halt spielen wir doch einen Samba, würde ich sagen. Unbedingt. Einen aus Rio, einen richtigen Samba, Morinita do Brasil. Das ist ein Stück von Giuseppe Farauto, der war wahrscheinlich ein italienischer Auswanderer nach Rio. Der ist schon 1915 ist der geboren und lebt auch schon nicht mehr, sonst war er schon ziemlich alt. Und der hat nur ein Stück komponiert, diesen Samba. Und davon hat er ein ganzes Leben leben können. Ja? An der Copacabana. Etwas gemütlicher. Der Gitarrist setzt sich schon mal hin. Ihr sitzt ja daheim wahrscheinlich auch. Oder eigentlich sind sie ja, vielleicht sitzt es ja zu zweit vor dem Bildschirm. Dann sind sie ja noch mehr Leute. Und hoffentlich seht ihr ihn jetzt gut. Unser Gitarrist spielt euch jetzt etwas ganz Bekanntes. Ja.
zwar auf der Zither. Andreas Seifinger aus Mühldorf. Spiel schon. St. Müller. Thank you.
Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt beides gekannt wieder mal. Weil alle weiteren Stücke werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr kennen. Ja, was? Also wir übersetzen auch manche Stücke gerne. Also das Stück zum Beispiel dazwischen, nach dem dritten Mann, das hat geheißen Brasil. Und da bin ich extra zu meiner brasilianischen Friseurin diese Woche gegangen. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ja. Und so, sie hat mir die Frisur hat sie mir geschenkt. Das war Künstler-Soforthilfe von meiner Friseurin. Aber es hat sich gelohnt. Sie hat nicht so viel weggeschnitten, damit ich bald wieder. Aber das Stück Brasil hat gesagt, das heißt Brasil. Das nächste also heißt jetzt Maiko Maiko. Das wissen die wenigsten. Manche meinen, es ist ein Zündab. Aber Maiko heißt Mutter in Serbien. Maika, sagt man eigentlich. Und wenn man die Mutter ruft, also Mama, Mama, dann sagen sie Maiko, Maiko.
Jetzt schwitze ich schon fast. Ja. So. Hier ist warm. Das Solo war jetzt etwas kurz, aber ich müsste bei live kommen, wenn wir wieder spielen dürfen. Da spielt er das Solo dreimal so lang. Wenn die Leute da sind, dann ist alles oft noch besser. Aus. Oder anders. Ja, also wir haben jetzt seit Oktober nicht mehr gespielt. Und wundern uns direkt, dass alles noch irgendwie das noch geht. Geht, okay. ohne Noten. Also ein Stück, das ist mehr improvisiert, so ich spiele vor, er spielt nach. So. Ali, Allo, Pur Mascharo. Ein altes Seemannslied, glaube ich. Aus der Bretagne. Alter Seefahrer. Achso. Ja. Ahoi. Ach. Thank you.
nicht langsamer zu fahren. Doch. Das ist ein bisschen wie beim Tischtennis. Jetzt spielen wir eine Polka, vielleicht, weil das sind ja die Fraunhofer Volksmusiktage. Wir haben nämlich auch Stücke, die da weit abweichen inzwischen. Aber wir passen uns auch ein bisschen an in der Kürze der Zeit. Heute, normalerweise spielen wir ja zweimal eine Stunde. Und eine Zugabe. Aber das nächste ist ein ganz kurzes Stück aus Kuba, eine kubanische Polka. Pictures of Cuba. Un, dos, tres, hey! Tja, etwas gemütlicher wieder, ein Walzertakt, eine Malagueña, wahrscheinlich aus Malaga. Malagueña ist das gleiche wie eine Münchnerin, oder da wo ihr jetzt gerade Satz müsst ihr es halt sagen, eine, ja, grüß dich Elisabeth, eine neue Kirchnerin vielleicht. Ich weiß nämlich heute sogar jemand, der zuschaut. Hat es mir versprochen. Aus Niederbayern. Wir grüßen Niederbayern. Und spielen eine spanische Malagueña Flamenco. Mit echten Hakanjetten. Also Kastanjetten habe ich nicht, aber Hakanjetten. Thank you.
Ah, schon wieder Seiten. Müssen wir ein bisschen Zeit schon wieder. Wenn Publikum da ist, da sage ich immer, frage ich immer ein kleines Gewiss vielleicht. Wie viele Seiten hat das Hackbrett? Der Gewinner bekommt eine CD geschenkt. Also schreibt es mal eine E-Mail oder schreibt es in den Chatroom. So, wie viele Seiten hat das Hackbrett? Im speziellen meines hier. Und der Tipp von mir ist halt jetzt eins weniger. Ja, weil es eine gerissen ist. Also nur der war das Erste. Ja. Jetzt war es wieder falsch gemacht. Mensch, Meier, jetzt haben wir wieder eine CD verschenkt. Hat jemand noch einen CD-Player überhaupt? Aber noch einen zwiefachen. Und der ist aus der Holledau, aber ursprünglich aus dem Bayerischen Wald. In der Holledau haben sie dann einen Text dazu gemacht. Der hat geheißen Susal, also tanzen würde ich gern, wenn ich nur das Dirndl hätte. Aber ursprünglich war das der Zusal, zwiefache. Das Zusal war ein Schweinchen. Das habe ich im Internet herausgefunden inzwischen. Und das stimmt ja alles, was da drin steht, weiß man ja. Ja, Wikipedia. Also, 1, 2, 3, 4.
Ja, wir haben gerade ein Schild gezeigt bekommen. Hannelore 120, Christian 119 Seiten. Leider beides nicht richtig. Leider keine CD gewonnen. Ich sag, ich mach's euch noch ein bisschen einfacher da draußen daheim. Ihr sitzt ja ganz in Ruhe da und könnt's zählen. Ihr müsst nur die Wirbel zählen. Am besten auf beiden Seiten die Wirbel zählen und dann die richtige Zahl sagen. Und am Ende noch eine abziehen. Cordula 149, nein, warum ist das so schwer? Seehard 113, nein. Sind vielleicht Kinder noch am Bildschirm, die haben es meistens richtig. Wir spielen jetzt das letzte Stück. Da sind wir ja sehr gut in der Zeit. Es kommt noch eins. Oh, 216 ist fast das Doppelte, mehr sogar. Ja, leider, leider, es ist lauter neues Publikum haben wir jetzt. Und so die sind keine Hackbrettspieler da. Nein, ich sag's nicht, weil dann kommen sie das nächste Mal ins Konzert und kriegen eine CD geschenkt. Und so. Wir spielen übrigens auch wieder live im Mai, hoffentlich. Da spielen wir. Wo spielen wir überhaupt? Ich glaube in Straubing spielen wir, dann spielen wir in Lauf bei Nürnberg, dann spielen wir in Thüringen, da Sonneberg, dann spielen wir in Hessen, in Lauterbach und auf dem Rückweg spielen wir in Demberg. Ja, vorher schon. Und dann spielen wir in der Brauerei Gutmann, da bei Ingolstadt irgendwo, Eichstätt oder so. Hoffentlich, ja. Also findet das alles statt und ihr könnt es immer schauen auf der Homepage www.zapf-oder-ohne-musik.de. Da sind die Termine, da sind die CDs, da sind alles da. Also, ihr könnt es ja die bestellen, habt ihr ja auch nicht mehr. Ja, ihr könnt es direkt jetzt bestellen. Gell? Das ist die neueste CD, weltwärts. Und zum Abschied noch ein Zwiefacher. Das war ja gerade ein Zwiefacher aus der Holidau und aus Chicago. Hoffentlich habt ihr es gemerkt. Und der letzte Zwiefache, der ist ganz bekannt. Und den hat man so gern bei den Wirtshausmusikanten, hätte man den so gern gespielt. Aber den haben sie nicht genommen. Deswegen spielen wir ihn jetzt zum allerersten Mal. Fürs Fernsehen. Für die Kameras. Unser Privatfernsehen. Thank you.
so lustig sein, lustig sein, denn mit der Lustigkeit, Lustigkeit, kind man nicht weit. Leidl mir's traurig sei, derz nicht so lustig sein, denn mit der Lustigkeit, Lustigkeit, kind man nicht weit. Das nächste Mal wieder live präsent plus Stream machen jetzt viele, wird die Zukunft sein. Wir danken fürs Einschalten. Ihr könnt es übrigens nochmal anschauen bis Mitternacht oder sogar bis morgen Mittag. Das bleibt noch online stehen. Ihr könnt es jetzt noch 10-mal anschauen. Wir fahren jetzt heim und schauen es uns an. Vielen Dank auch an die Technik, Helmut Bauer, Katrin. Und Dankeschön, Helmut, Katrin und Frederik. Frederik. Oder? Steht auch, wird wahrscheinlich angezeigt. Auch. Ja, viel Spaß noch bei den weiteren Volksmusiktage. Die werden alle Monate, kommt ein Dutzend angeblich hier. Und hoffentlich nächstes Jahr wieder im Theater. Tja, geh mal. Servus. Tschüss. Für Zeichen.